Okay, nimm schon auf. This is the man in the mirror. Ah. Oh, fuck. Heute auf Deutsch, ne? Was geht ab, mein Bruder? Was geht? Gut. Dankeschön, dass du 7 Stunden gefahren bist, kurz bevor ich gleich in den Knast muss. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Bruder. Ich wünsche dir auch alles Was? Gute. Jetzt geht's los, Bruder. Das Interview des Jahres, glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung, was abgehen wird. Aber bevor ich gehe, will ich wenigstens so ein YouTube-Video. Weil ich habe so auf YouTube noch nicht geredet. Jede Bitch hat irgendwie geredet, aber ich noch nicht. Er hat doch mindestens 3-4 Videos, wo er redet. Was redet der von wegen, jeder hat geredet, aber ich habe nicht geredet? Ich habe auch keine Zeit, das zu schneiden. So, halt du auch am besten dieses Mikrofon. Bruder, ich hab du viel... Du bist Zuschauer irgendwie. Ich bin irgendwie Zuschauer. Ich stelle ein paar Fragen, Bruder. Ja. Ich habe mitbekommen. Ich habe eigentlich alles mitbekommen. Ich habe die ersten Videos gesehen. Du warst sehr enttäuscht darüber, dass deine Frau fremdgegangen ist. Das waren aber echte Emotionen. Ich habe das on-cam erst in diesen scheiß paar Tagen erfahren. Weil ich es nicht wahrhaben wollte, bis zum Ende. Verstehst du das? Menschen wollen mich jetzt irgendwie so und so abstempeln. Ist jeder von euch da draußen? Und wenn deine Frau bei irgendeinem anderen lutscht, egal welche Nation er ist, wärst du nicht traurig, wenn ihr 2 beschissene Kinder hat, sie ein Auto hat, sie ein Haus hat, sie eine Villa hat und du... Na, wie kann es sein, dass er immer seine Kinder dragt, Chat? Wie kann es, Bruder, wie kann es sein, dass er immer seine Kinder dragen muss? Die haben doch nicht mal was mit der Situation zu tun. Er sagt 2 beschissene Kinder. Ay, Bro. Like, come on now. Du draußen deine Mutter fixst, damit sie das haben und selber Kinder vermisst. Und dieser dreckige Kachpa will jetzt das so vermarkten, weil ich sie einmal geschlagen habe. Ich habe sie geschlagen und ich bin Gott dankbar, dass ich sie nicht geschlagen habe. Versteht ihr mich? Aber ich habe... Wow, nein. Nein. Yo! Nein! Wir verstehen dich nicht! Was hat er gerade die letzten 10 Sekunden gesagt? Ich hab's nicht getan, weil ich mich kontrolliere. Aber es ist schwer, sich zu kontrollieren. Verstehst du? Darum laufe ich vor mir selber weg. Versteht ihr das? Und die hat meine Kinder weggenommen. Mit einem dreckigen... Und die haben mir meine Kinder 13 Monate nicht gezeigt und mein Essen gegessen. Verstehst du das? Ich habe meine Miete nicht bezahlt, damit sie das haben kann. Ey, bitte guckt euch mal den Interviewer an, Bruder. Der Bruder hat Angst. Ey, der Bruder hat Angst. Der hat Angst um sein Leben, Bruder. Der sieht sein Leben gerade vorbeiziehen. Jetzt sitzt dieser Schlampe da und erzählt, ich hätte ein blaues Auge. Freut dich, dass du nicht tot bist, Kappa! Okay. Yeah, lock this nigga up, bruh. Right there, officer, lock this nigga up, bruh. God damn, bro. Und du kleine Nuttensohn, ich... Hadid an. Hadid an San Diego. Hadid an Kollege, Hadid an Farid Bank, der ihn denkt. Hadid an dein Manager, der 7 Accounts von mir sperrt. Hadid an San Diego, an die Staatsanwaltschaft, die mich heute 7-mal verhaftet hat, weil ihr meine Nutte beschützt. Hadid an, wenn ich eure Seelen nicht nehme, ihr Nutte. Was? Mehr hatte ich, bevor ich in den Knast gehe, auch nicht zu sagen. Na, sein Arsch denkt wirklich, dass er Michael Jackson ist, ne?
Er redet 2 Minuten in dieses Mic irgendwas rein, beleidigt dann erstmal eine ganze Sippschaft und sagt, mehr habe ich nicht zu sagen und steppt raus. What? Um, Chat, wenn man 7-mal verhaftet wird. Aber das Video geht noch weiter, Chat. Boah, da war sehr. Warte, bevor ich gehe. Wo ist das? Bevor ich gehe. Aber ich zeig gerne das nicht, weil sie dürfen das nicht sehen. Hier. Das ist dieser USB-Stick. Dankeschön, Bro. Alles, was ich mit dir aufgenommen habe, alles, wo ich rausgefunden habe, wie sie mir fremd geht und wie ich sie geschlagen habe, ist aufgenommen auf der Kamera. Ihr seht, wie ich sie geschlagen habe. Und dann habe ich gesagt, ist das wirklich wahr? Ich habe dir 9-mal gesagt, ich habe deine Chats, Bro. Ich hatte ihren Laptop mit ihrer iCloud. Ich war eine Woche alleine zu Hause und sie hat gesagt, zwischen uns ist es zu kalt. Sie braucht Abwechslung bei ihrer Cousine, hat meine Kinder geklaut, ist weggegangen und war in Bielefeld für eine Woche. Und in ihrem Laptop taucht dann ein Screen auf, wo sie sagt, ich würde dir so gerne einen lutschen jetzt. Und ich habe eine Woche, ja, und ich habe eine Woche gewartet auf sie. Und Ey, der Bruder hier, ne, der sieht sein Leben am Vorbeiziehen. Ey, ich war, Bruder, ey. Help me! Sagt er mit diesem Blick aus. Und ich habe sie nicht geschlagen, ich habe ihr nichts Schlimmes getan, ich habe mich als Mann beherrscht, obwohl ich der männlichste Mann bin, und habe ihr on-cam, mit der Aufnahme, die es noch gibt, gesagt, ich bitte dich, sag mir, ob das stimmt oder nicht. Hast du mit ihm geschrieben? Darf ich dein Handy sehen? Sie hat Polizei gerufen. Dann habe ich sie geschlagen, ja. Also, bevor Polizei kam, weil ich gesagt habe, wenn du denkst, dass du mit einem Juden meine Kinder aufziehen willst, Illuminaten, du deine Seele verkauft hast, die ich nicht verkauft habe, obwohl dein Sohn Saifullah heißt, und du willst sagen, ein Moslem, der Tschetschener ist, ist auf Drogen abgestürzt, obwohl er aussieht wie Herkules, und du willst mit einem Juden danach zusammen sein, der Dmitri Tschparkov ist, der schnellste Rapper, am schnellsten abspritzt, ich mache seine Abonnente in einer Woche. Stand. Glaubt ihr das alles? Das tut sehr, sehr weh. Wenn ich zum Beispiel mitbekommen würde, wie meine Frau, Bro, mit einem anderen, was? Mann was hat und sie dich nur anlügt. Mein bester Freund! Der Einzige, sie hat mir gesagt, schreib San Diego wieder. Er war voll korrekter Freund. Ich hab's erst jetzt verstanden. Ich verstehe, wieso Roos da sitzt. Er ist auch von San Diego. Checkst du? Und Montana Black auch, Sebastian Kluge ist deren Manager. Ehrlich gesagt. Montana Black? Was hat jetzt Monte mit der ganzen Sache zu tun, Chat? Warte, was hat Monte damit zu tun? Digga, ABK sagt immer irgendwas über Monte, jetzt kommt Mois und sagt irgendwas über Monte. Gleiche Manager. Monte ist der Manager? Die hatten Beef. Er hat TikTok-Account sperren lassen. Morgen beleidigt er mich. Weil Monte und San Diego gut sind. Monte sein Manager. Monte ist Manager von San Diego. Ach so. Monte hat gegen ihn geschossen. San Disco? What? San Disco? Und Monte haben den gleichen Manager, okay. Sagt sehr, sehr gebufft. Wäre ich an seiner Stelle, guck mal, erstmal gegen Frauengewalt, aber wäre ich an seiner Stelle, Bro, oder andere Leute an seiner Stelle, man beherrscht sich nicht. Deutsche Gandon hätte. Man beherrscht sich, guck mal, ich... Nimm mich da raus. Ich schwöre auf alles. Ich hoffe natürlich um Gottes Namen, und ich mache jetzt schon ein Kreuzzeichen drauf, dass mich hoffentlich niemals meine Frau betrügen wird, vor allem wenn wir Kinder haben. Aber selbst wenn es passiert und ich rauskomme, werde ich sie nicht schlagen, Bro. Nimm mich da raus, Bro. Ich muss auch mal was sagen. Wenn jetzt zum Beispiel meine Frau mir ins Gesicht lügt und fremd geht und Fehler macht, ich halte gar nichts von Frauengewalt. Und man sollte eine Frau nicht schlagen. Da habt ihr alle recht. Und Mois weiß das eigentlich auch selber.
der. Aber wenn es zu einem Punkt kommt, wo. Guck mal, aber da, das ist schon der Fehler. Das ist schon der Fehler. Da gibt's kein Aber. Er muss einen Punkt dahinter setzen und fertig. Er sagt, gegen Frauengewalt, dies, das, aber. Damit setzt du alles. Das ist genauso wie, wenn du dich entschuldigen willst, ne? Es tut mir leid, dass ich das und das und das gemacht habe. Punkt. Dann ist eine Entschuldigung. Wenn jemand ankommt und sagt, es tut mir leid, dass ich das und das und das gemacht habe, aber, Bruder, das ist keine Entschuldigung mehr. Dann willst du das rechtfertigen, was passiert ist. Und dann ist es falsch. Dann bist du für Frauengewalt. Bei Frauengewalt kannst du sagen, ich bin gegen Frauengewalt. Es gibt nichts anderes zu schlagen. Fertig, aus. Punkt. Wo deine Frau dich anlügt, dir fremd geht und du arbeitest jeden Tag. Trotzdem kein Grund. Jeden Morgen. Ich immer noch gegen Frauengewalt, aber du kriegst einen Tick, du kriegst einen Knacks. Ich sehe sie dann nicht als Frau, wir waren Freunde. Und ein Freund macht sowas nicht, Bro. Ich habe die Hälfte meiner Einnahmen nicht einer Frau gegeben, Bruder. Ich habe die Hälfte meiner Einnahmen einem Individuum, was ich schätze, gegeben, die meine Kinder aufzieht, wenn ich nicht da bin. Und ich habe gesagt, wenn du statt mir Geld verdienen willst, ich pass auf Kinder auf. Sie hat gesagt, nein, mach du. Ich habe sie nicht wegen ihrem Geschlecht geschätzt. Ich habe sie geschätzt, weil sie keine Waffe in dieser Welt hat. Waffe ist in dieser Welt Schwanz. Denn Tisch hat ein Mann erfunden, keine Fotze. Und San Diego ist eine Fotze, weil er mein Freund war. Ey, Mois muss, glaube ich, einer der größten Crash-Outs in der Geschichte von YouTube sein, Digga. Mois muss einer der größten Crash-Outs in der YouTube-Geschichte sein, Digga. Denn Tisch hat ein Mann erfunden, keine Fotze. Und San Diego ist eine Fotze, weil er mein Freund war. Und sie hat mir noch am Ende gesagt, Herr Willis, Mike, wow, das tut gibt's mir nicht. So leid, dass jetzt zwei Freunde wegen mir streiten und es klang so, als ob sie geil wurde drauf. Und da habe ich zum ersten Mal ihr Gesicht gesehen, Bro. Ich habe mit ihr zwei Kinder gezeugt. Hoffe ich. Das tut sehr, sehr, hoffe sehr, sehr, ich. Das tut sehr, sehr, sehr weh für die Kinder, die das alles jetzt gerade mitbekommen. Ja. Und wer tut das ins Internet? Sie! Aber Bruder, er hat Clips im Internet, wo er seine eigenen Kinder als Garbes bezeichnet oder als HS, Bro. Er hat wirklich legit Videos da, wo er seine Kinder als HS und Garbes bezeichnet. Sitzt in einem Auto von einem ins Internet. Das tut sehr, sehr, sehr weh für die Kinder, die das alles jetzt gerade mitbekommen. Ja. Und wer tut das ins Internet? Sie! Sie! Sie sitzt in einem Auto von einem Russen. Und sagt, wir waren nur so da, unter Kollegen. Zu dem Moment hatte ich ihr geschrieben, was machst du gerade? Schlafen meine Kinder, darf ich sie sehen? Sie meinte, sie schlafen, sondern ich bin im Bad. Und dann ist sie in McDonald's mit San Diego. Und egal, wie sie das vermarktet, ich und sie wissen das. Und ich rede das zu ihr und zu San Diego. Egal, wer der Letzte sagt, ich bin behindert. Und sie wollen in dieser Welt einen Madman sehen. Sie wollen eine Geschichte, ein Actionfilm. Ich gebe Ihnen den, okay? Ich gebe Ihnen den, allen. Ich zeig euch, wer Ihre Rapper sind. Kleine Nuttensöhne, die auf fremde Frauen schauen und keine Eier haben, Kinder zu zeugen, weil sie impotent sind. Und wisst ihr noch, die Bombe, die ich gesagt habe, die platzen wird? Die ist auf dem USB-Stick drauf? Ja. Und die ist auch um was schockierend. Es geht um Spenden. Um Menschen, die man gerettet haben soll. Und nur deswegen wurde man berühmt in Deutschland. Und das ist alles ein Kreis. Die beschützen sich alle. Sie tun nur so, als ob sie Beefs haben. Das sind kleine Schwanzlutscher. Und ich werde sie jetzt alle aufdecken. Und uns schauen am Tag 25 Millionen Leute in der Story zu. Egal, ob sie mich hassen. Bevor ich nicht in Knast bin. Und die tun alles, um mich in Knast zu stecken. Ich wurde heute 7-mal verhaftet, Bro. Wegen Volksverhetzung gegen Juden. Und die Aussage, die angezeigt ist, war, ich werde Sunny an seinen Locken ziehen und er ist Gangster-Rapper. Er ist G und sie sind alle in die Falle getappt, weil es gibt da draußen genug Männer, die wissen, was gerade abgeht. Und bei Allah, bis zu meinem Tod, werde ich jetzt für Männer kämpfen, die genauso ausgenutzt werden.
Ich werde Formate machen. Das hat er sehr, sehr, sehr schön gesagt. Das ist auch, glaube ich, das, worauf wir alle hinaus möchten. Es ist so eine Welt, du hast zwei Brüste und eine Titte. Man denkt so, okay, Bro, die hat recht. Nein, es gibt genug Männer, die wie ich psychisch krank gemacht wurden. Sie hat mir 2 Jahre lang gesagt, ich stinke nach Zigaretten, ich kann das nicht mehr, ich werde... Das auch gerade gehört? Ja, danke. Du hast 2 Brüste und eine was? Chat, das Herz an diesem ganzen Video, finde ich, ist, dass der Bruder zu Rechten, Bruder, wieder in die Augen reinguckt, ne? Ich glaube, der kann selber nicht einschätzen, was gleich passiert. Der kann selber nicht einschätzen, was gleich noch passiert wird, ne? Mois muss zum neuen Frankfurt-Tinder-Video. Ey, Bro, come on now. Come on now. Ey, das, Bruder, naja. Chat, stellt euch mal vor, der Chat, er ist ja mittlerweile so unberechenbar, dass sie es ihm sogar zutrauen können. Stellt euch mal vor, er taucht einfach bei Frankfurt-Tinder-Video auf, Digga. Dann hätte ich alles, ich schwöre auf alles, ich hätte alles gesehen. Du bist sehr sympathisch. Ey, Marcel, ich küsse dein Herz. Er hat mir ein Messer in den Bauch gegeben. Er macht 20 versus 1. Oh! Ey, nein. Stellt euch mal vor, er taucht einfach bei Sofodolfo auf und macht einfach, keine Ahnung, 20 versus 1. Na, ich will wegbrechen. Wegen dir. Ich will wegbrechen. Und hat währenddem mit San Diego gefickt, der die Hälfte meines Eis wiegt. Und jetzt wollen sie Frauen Power Awareness. Ich spuck auf diese Nutten. Habe ich nicht am Anfang gesagt, Colin ist eine Nutte, Sunny ist eine Nutte, Farid ist eine Nutte. Jetzt habe ich bewiesen und meine Nutte dafür geopfert, okay? Ich zeige euch, was jetzt passiert. Leute, das ist jetzt eigentlich das Ende. Ich möchte nur einen Satz dazu sagen. Guck mal, ich weiß ganz genau, wie ihr denkt. Ihr denkt gerade, Mois ist ein Frauenschläger, er ist Antisemit. Es geht auf jeden Fall, es geht um diesen... Wenn man meinen Sohn klaut, vermarkten will, als ob ich ein Schläger und Junkie bin, obwohl San Diego aussieht, wie er aussieht, und psychische Probleme hat und nicht rausgeht aus seinem Haus, weil seine Reifen zerstochen wurden, ich ihn von Salasado rausholen musste, von seinem Rücken, und er hatte keine Eier, das zu tun. Ich habe ihn von ihm befreit seit 2 Jahren, er ist deswegen frei. Er ist nicht mehr mit Salah, er beschützt ihn nicht mehr. Und ohne mich hätte Salah ihn umgebracht. Und ich habe alles riskiert, ich habe Salah Louis Vuitton-Taschen, alles geholt, weil er mein Bruder war. Und er hat aus Respekt zu mir, weil ich mit Sunny arbeite, gesagt, okay, ich überlasse ihn dir. Und er erzählt mir so, als ob er ein Mann ist. Er hat in seinem ganzen Leben 1/4 Million Abonnenten gemacht. Ich spucke auf ihn in sein Schwammkostüm. Mit Salah bist du in natürlich, alles er ist ein Mann, Bro. Ja, so. Salah ist ein Mann. Das müssen wir einfach festhalten. Er hat damals schon gewusst, glaube ich, Bruder. Er hat damals schon gewusst, glaube ich, in welche Richtung sich der Typ Salah bewegt. Chat? Auf ekelhaft. Und ich wusste nicht, was sie vorhaben. Ich wusste auch nicht, dass ich... Bro war gestern noch 100 Euro oder doppelt heute im Knast, hä? Ey, Chat, stimmt. Er hat es doch mit den 100 Euro oder doppelt, hat er doch eingeführt gehabt. Salah, der Fußballspieler. Was? Er meint nicht den Fußballspieler, Chat, bitte. Ey, Dobby ist in der Chat, Dobby ist in der Chat. Müssen wir kurz appreciaten. Ey, 500 Leute im Stream? Das ist tough. Der Typ bewegt. Auf ekelhaft. Und ich wusste nicht, was sie vorhaben. Ich wusste auch nicht, dass ich meine Frau nicht vertrauen kann. Weil ich heirate sie aus Vertrauen, Bro. Wallah, ich sag euch ganz ehrlich, ich habe mir das Interview, ich sag so, ich bin jetzt wirklich aus Essen hingefahren, ich kann jetzt nicht sagen, wo wir sind. Ich bin hier hingefahren, ich habe mir das ganz, ganz, ganz ruhig vorgestellt. Gescriptet, alles. Wir sind gerade in einem One-Take. Ich bin gerade ehrlich gesagt... Es ist nicht echt, nein, es ist nicht echt. Iris ist echt, was San Diego für sie geschrieben hat. Ich habe da auch... Ihr Anwalt zeigt mich an, Bro, ihr. Ist er ihr Mann? Ich habe Kinder mit dieser Nutte. Und Deutschland wacht nicht auf, weil ich einfach nur ein Mann bin? Wegen einer Nutte in Maske? Das sind 2 Nutten mit Fetisch. Die mögen das zu verstehen. Die haben komische Filme, Bro. Die machen Rollenspiele miteinander. Alles auf USB-Stick, mein Bré. Viel Spaß damit. Okay? Und wenn ich im Knast bin, wissen alle, wer da los ist. Alles gut?
Salam alaikum, ihr wollt mein One Piece, ihr könnt ihn haben. Irgendwo auf der Grand Line ist er irgendwo versteckt, Digga. Oh. Da. Warum schreibt jemand Red Flag rein, Bruder? Bitte. Wir sind hier nicht bei einer Dating-Show. Ich? Was? Bro ist nicht Ace, ne? Bro ist nicht Ruffy, Bruder. Deswegen hat er diesen Hut im Auge. Bro ist nicht Ruffy, weil wie? Wenn ihr mein One Piece haben wollt, dann kriegt ihr ihn. Ey, aber ich sag euch so, ne? Er macht damit, also er nimmt Jalous da in einer sehr gefährlichen Position, ne? Das heißt, wenn irgendetwas rauskommen sollte, irgendein Tape oder sonst irgendwas, dann weiß jeder, dass es von Jalous kommt. Peace, ihr könnt ihn haben. Irgendwo auf der Grand Line ist er irgendwo versteckt, Digga. Verstehst du, ich meine? Verstehst du, ich meine? Du kleine Pizza-Bolker, denkst du, ich mache YouTube-Kanal, der heißt How I Met Anis? Und du bist dort eine Nutte und hast alles gesagt, dass du mich nie verlassen wirst und so. Und ich bin ihre Frau, er ist so ein guter Mann. Und jetzt erzählst du das Gegenteil? Und denkst du, es ist ein Zufall, dass du die Kanäle runternehmen lässt von einem Jew? Ha? Haidet an. In deine Mutter, die genauso eine Kahawi ist wie du. Salamu alaikum auf deine Religion, wo du sehr gläubig bist. Wegen so einer Nutte wie du bin ich nicht mehr gläubig, okay? Weil du neben mir gebetet hast, Nutte. Und unser Sohn Saifullah heißt du, Nutte. Und meine Enttäuschung soll man bis zu meinem Tod sehen, selbst wenn man mich hasst. Aber warte mal, er hat doch zwei Kinder. Warum redet er die ganze Zeit nur von einem Kind? Er hat doch zwei Kinder. Oder? Ja, okay, er hat drei, aber er hat zwei mit der jetzigen Frau, oder? Warum redet denn die gerade? Ja, er hat ein Kind, was auch wirklich insane ist. Er hat ja ein Kind, das ihn als Bruder sieht. Ne? Und seine Mutter als Mutter, obwohl es die Oma ist und er der Vater. Das ist auch insane. Ich weiß nicht, wie die es ihr irgendwann erklären wollen, dass der Bruder, der Vater ist. Und dann noch zwei mit der, ne? Chat, warte mal. Ich komm darauf. Er hat wirklich das Kind mit seiner ersten Frau. Also, so, es ist nicht mein Shit, ne? Es ist nicht mein Bier. Aber er hat das Kind mit seiner ersten Frau es jetzt so verklickert, dass er, der eigentlich der Vater ist, sein Bruder ist, Digga. Und Digga, je älter sie wird, desto schlimmer ist es doch, ihr irgendwann zu sagen, ey, ich bin dein Vater. Wie willst du es auf irgendeine Weise rechtfertigen, wenn das Kind sogar denkt, ey, mein Vater hat mich verlassen. Die Stars, bla bla. Was kann man da noch sagen? Jeder Tag, der vergeht, da machst du es schlimmer. Er muss das smooth playen? Wie willst du smooth playen, Bro? Wie willst du das smooth playen, wenn dein Kind denkt, dass du der Bruder bist? Und du musst das Kind irgendwann sagen, ey, hör mal zu. April. Ich bin dein Vater. Das kann er wirklich nicht retten. Es ist jetzt auch gerade auf dem Weg zu gehen. Ich glaube, der macht sich jetzt fertig. Guck mal, Leute. Jetzt nochmal abschließende Wörter, weil Mois ist gerade sehr, sehr emotional. Ich möchte das jetzt einmal kurz zusammenfassen. Guck mal. Wallah, 100% gegen, meiner Meinung nach, gegen Juden, gegen Frauenfeindlichkeit, gegen Juden, Antisemitismus und gegen Frauenfeindlichkeit. Ihr müsst das einmal verstehen, was Mois euch die ganze Zeit sagt. Guck mal, das Ding ist, es macht keinen Sinn. Er fängt an, sagt gegen das, aber, oder? Sagen möchte. Stellt euch vor, guck mal, ihr müsst das einmal verstehen. Jetzt, diese ganze Hassschiene, macht das mal kurz eine Sekunde so weiter. Sag einfach Free Palestine und scheiß auf diese Söhne.
Gott gibt uns Paradies oder Hölle. Sag einfach Free Palestine, beende dieses Video, sie ist mit Juden. Beende dieses Video mit Free Palestine und fertig. Die sollen sagen, ich bin behindert.